Herzlich willkommen bei Wissen vor 8. Wenn Sie nachts einer Katze begegnen, dann haben Sie das Phänomen vielleicht schon beobachtet. Ihre Augen leuchten im Dunkeln, unsere nicht. Warum? Das Phänomen zeigt sich nur, wenn man die Katze direkt anleuchtet. Tut man das nicht, sind ihre Augen kaum heller als die Umgebung. Katzen sind nachts aktiv und haben sich an das wenige Licht hervorragend angepasst. Ihre Pupillen weiten sich bis zu einem Durchmesser von 14 mm. Wir Menschen schaffen höchstens 8 mm. Ins Katzenauge kann also sehr viel mehr Licht einfallen und dieses Licht wird wesentlich besser ausgenutzt. Denn Katzenaugen besitzen eine lichtverstärkende Schicht, das sogenannte Tapetum lucidum. Es wird auch leuchtender Teppich genannt. Es handelt sich dabei um eine Spiegelschicht, und zwar hinter der Netzhaut. Das heißt, wenn Licht auf das Auge trifft, wird es an dieser Spiegelschicht reflektiert und passiert erneut die Netzhaut. Dieses Hin und Her verbessert die Lichtempfindlichkeit, denn die Sinneszellen auf der Netzhaut haben eine zweite Chance, auf jedes einfallende Lichtquantum zu reagieren. Zudem besitzt das Katzenauge besonders viele Stäbchen. Dieser Rezeptorentyp nimmt Helligkeitsunterschiede wahr und ist deutlich lichtempfindlicher als die zweite Art von Rezeptoren, die Zapfen, die für das Farbsehen verantwortlich sind. Katzen sehen also eher in Schwarz-Weiß. Ihre Augen sind ein anatomisches Meisterwerk. Denn die Vierbeiner mit den sanften Pfoten kommen mit 6-mal weniger Licht aus als wir Menschen. Bei meiner Katze habe ich mir immer gedacht, Katzen sehen Dinge, die uns Menschen verborgen bleiben.